Okay, es geht los. Natürlich, wenn es euch gefällt, Daumen da lassen. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Kleinsten an. Wir nehmen uns mal einen Abböller und stecken den da drunter. Zack, hingestellt. Na, will gar nicht stehen. Den Topf. Und was passiert? Oh, das war gar nicht mal schlecht. Nochmal. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir uns ein B. Jetzt machen wir weiter mit dem. Schlecht. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal C. Der Topf sieht schon leicht mitgenommen aus. Heidewitzka, Herr Kapitän. Komm, weil es so schön war, noch ein C. Jetzt mach mal den D von Funke, aber in F2. Die kann man auch mal hinstellen. Heidewitzka. Wir hätten Wetten abschließen müssen. Wir machen noch ein D. Also die alten Ds. Alter D in F2. Oh, der war schwach. Los. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns mal was anderes. Wir nehmen mal einen Super 2, den 9. Ich weiß bloß nicht, wie ich es machen soll. Super 2. Das passt gar nicht. Funktioniert aber. Dem am höchsten. Funke, der war super. Dann nehmen wir jetzt hier mal Super 1 aus der neuen Charge. Ja, passt, glaube ich, nicht. Test gemacht. Kriegen wir den Topf platt? Nee. Elgato. Was ist das Schönes? Mal gucken, wo der hinfliegt. Na, das war ja ein richtig schöner. Nehmen noch ein Mascala. Nämlich den gelben. Die haben, glaube ich, Vorbrenner, ne? Ja, der hat einen kurzen Vorbrenner. Na, der will nicht stehen. Ich glaube, wir brauchen wir gar nicht so weit wegzugehen. Süß! Die Spanier haben es drauf. Da setzen wir uns jetzt mal direkt eine Blitzkartusche. Schaut mal, das ist komplett zerbröselt. Kann natürlich sein, dass der ein bisschen feucht war, ich weiß es nicht. Als nächstes den Cobra 1 Blitzkartusche. Und weit weg. Die sind nämlich richtig stark. Glaube ich zumindest. Da komm mal, den machen wir nochmal. Kriegst du das da überhaupt drauf auf deine Kamera? Ja, der Topf, der macht nicht mehr lange mit.
geile Sache. Eine Blitzkartusche. Von? Di Blasio. Mein ganz geschmeidig 8 bis 10 Meter. Dann würde ich sagen, machen wir mal den Zeus. Zeus, auch von Di Blasio. Und die sind so mega verarbeitet. Guckt euch mal diesen Tropfen da vorne an. Fliegt der Zeus hin? Zu Athena! Na, nicht wirklich. Ja, da geht's. Was sehen wir jetzt? P1, Cobra, auch von Di Blasio. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal einen neuen 2023er Funke D. Jawohl. Neu. Das geht hoch hinaus, das sage ich euch. So, dann probieren wir mal den Super 2 in F2 unterm Topf. Da war der Super 2 in P1 definitiv stärker. Aber wir können gucken, ob das nicht ein Puffer war. Dann nehmen wir einfach nochmal einen. Ist ja nicht so, dass wir zwei hier nichts haben. Aber, was war denn jetzt bis jetzt der stärkste? Ich würde sagen... Der Funke, der D-Böller von Funke und der die Blitzkartusche. Feier-Event. Die Blitzkartusche, ja. Oh, Feier-Event, was ist das? B. B. Feier-Event. Ah, aber im B-Format, so gesehen. Gucken, wo der hingeht. Ja, nicht schlecht. Event D. Aber weil es mir so extrem gut gefallen hat, Cobra Di Blasio von weit weg. Extreme Höhe wird das jetzt wieder. Mega die Dinger. Selbst der Funke nicht mithalten. Oh! Pyrrhus! Wir haben den Henkel verloren! Oha. Wir haben keinen Henkel mehr!
Ich würde sagen, wir nehmen uns mal hier einen hochwertigen Weghund. Gucken, wo der hinfliegt. Ich glaube, den werden wir nicht mehr sehen. Flug zum Mond. Ich gehe gar nicht so weit weg. Aber doch besser wie der Elgato, oder? Ein Sander. Ein D-Sander-Cracker. Also, Weko hinterlässt tot. Für die Leute, die ein Haus bauen wollen. D-Sander. Ja. Auf jeden Fall höher wie der Weko. Blauer Berber von Funke. Okay, und jetzt, Lacomba, du hast, glaube ich, den Pirat dabei, oder? Denkt man an nichts Böses und was kommt von der Ecke? Ein Dumbum. Mal schauen. Was haben wir denn noch nicht hier gehabt? Was liegt denn noch viermal? Amascala, Elgato, den haben wir noch nicht. Hallo. Schöne Katze. Hallo. Was das? Elgato. Mal gucken, ob der was rausreißt. Hm? Definitiv. Für Topfschießen verarbeitet Pyros sind die Bombe. Also bildhübsch. Aber was nützt dir die beste, hübscheste Frau, wenn da nichts passiert? Komm, wir nehmen meinen Kubi vom Blackbox. Eigentlich gar nicht mal stark. Ich habe schon ein Video drüber gemacht. Habe ich Kubis verglichen. Da waren die Blackbox die besten. Mal gucken, was passiert. Wow, ja, machen wir direkt noch mal einen, den habe ich nämlich nicht drauf gehabt. Ah, da ist was vom Himmel gefallen. Blackbox, der war schwächer. Ui, klein, aber fein. Man ist nie zu klein, um großartig zu sein. So, jetzt haben wir hier noch Kubis von Weko, meine ich. Von Blackbox, die waren gar nicht mal... Nee, von Helios. Von Helios sind sie. Helios Kubi. Ja, Helios. Hallo, nochmal. Jo, das war's. Ah, nee, wir haben noch ein Nico Super 2. Gucken. Sind ja förmlich so gleichzustellen wie Weko. Passt sogar unterm Topf. Das war's. Pyros, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Adios, Chilio, adieu.